Moin Moin und willkommen zurück hier zu Horizon Zero Dawn, ein Fluch für die Dunkelheit. Dann gehen wir mal zu den angegebenen Ort. Und stopp mal. Das hält sich. Vorerst werde ich mal noch schnell hier die 3 Fähigkeitspunkte ausgeben. Anführerschlag, brauche ich das noch? Das benutze ich so gut wie nie. Zurückschlagen, ach, das ist ja gar nicht mal so schlecht. Das haben wir hier, das haben wir schon, das haben wir schon. Reitmaschine rufen. Ja, irgendwann muss ich es ja mal. Dann mache ich das jetzt. So, sehr schön. Yippie. Schnell noch einen Freudensprung machen. Ist das was für mein... Jawohl. Für meinen Medizinsack. Stürmer, meine Güte. Für später. Genau. So, gucken wir mal aufs Kärtchen. Ich guck mir hier ein Stück alte Brücke. Cool. Ist das dann nur vollgeschissen von Vögeln oder kann man sich da langhangeln? Die ist nass. Das war nass. Gut, gibt es nur ein Leckerli. Ah, ich habe erstmal genug Schweigen gehabt. Du bist jetzt fast da. Oh. Wird doch Zeit, dass du dich meldest. Direkt vor dir ist eine Felswand. Daran sind Haltegriffe, die nach oben führen. Oh, wirklich? Und wer hat sie angebracht? Wen haben wir denn da? Warum auch antworten? Geheimnisse sind ja so viel aufregender. So, kaufen. Schatzkiste. Guck mal, die hatten wir nämlich noch nicht, die Tante. Her damit. So, und jetzt einmal verkaufen. Und zwar Rohstoffe, fangen wir mal von unten an. Den Schlüssel kann sie haben. Was ist das? Ein alter Anhänger. So ist schön. Ja. Ich habe eigentlich genug von dem ganzen Driss. Ich guck gerade mal, ob es noch irgendwas gibt, was ich hier verkaufen kann. Ja, Lohe brauche ich eigentlich auch hin und wieder mal zum Basteln. Zinder. Verkaufe ich ein ganzes Paket hier von 100, um meinen Sack frei zu kriegen. So, und was mir auf alle Fälle bestimmt fehlt, ist Draht. Kaufe ich mal ein paar. Einfach mal draufdrücken, dann gibt es hier richtig Feuer. Ja, ich habe genug Scherben. Mache ich 100. Brauche ich erstmal keine Angst mehr haben. So. Das Eclipso-Fokus-Netzwerk crashen. So, ich werde noch was verkaufen, bevor ich hier... Ich habe gar keine mehr, wo sich's lohnen würde. Vielleicht mal ein bisschen Luft schaffen. Komm, den können wir auch. So, falls mir irgendwas über den Weg läuft. Oh, Moment. Nicht wir.
Ich mache ja die gefährlichen Sachen. Du hörst nur mit. So, ich guck mal auf die Karte. Gibt's hier irgendwo... Hier ist ein Lagerfeuer. Aber ansonsten gibt's keins. So. Ein Fluch für die Dunkelheit wird eine Klettertour. Warum auch nicht? Da sind die Handgriffe, wie du gesagt hast. Hast du gehört, Silence? Nein? Das Schweigen im Walde. Ah. Okay, was jetzt? Oh. Du wartest einfach. Setz dich ans Lagerfeuer und ruh dich aus. Wir reden, wenn es dunkel wird. Wenigstens leistet mir das Feuer Gesellschaft. Da war ich nicht achtsam, weil ich auf den Punkt geguckt habe und mich freuen wollte, ah, hier ist ja doch noch ein Lagerfeuer. Wie schön, dass du es einrichten konntest. Unsere Aufgabe, heute Nacht das Fokusnetzwerk crashen. Ja, sag mir, was ich nicht weiß. Wie? Zuerst schleichst du dich in die Hauptbasis der Eclipse ein. Was? Aber ja. Und zu deinem Glück stehst du schon an ihrer Haustür. Du musst nur durch den Spalt. Wenn du in der Basis bist, siehst du dein Ziel. Einen baufälligen Langhals und sehr stark modifiziert. Klettere auf ihn. Oben auf seiner Scheibe ist eine Art Modul eingebaut. Zerstöre es und es kommt zum Fokus-Netzwerk-Crash. Wann warst du Teil von der Eclipse? Ich war noch nie ein Teil von irgendwas. Ich arbeite nur für mich, schon immer. Doch, in der Tat war es so, dass ich der Eclipse half, bevor ich ahnte, wie gefährlich sie sind. Es war ein Fehler, den ich jetzt wieder gut machen möchte. Was für eine Art Hilfe war das denn? Kletter durch den Spalt, Aloy. Es gibt jetzt Wichtigeres, als Fragen zu stellen. Der Bandit. Okay. Oh. Infiltration. Das wird ganz schön eng. Also, dann gibt es noch eine Deckung. Verdorbene Maschinen. Sie patrouillieren hier. Eher wie Soldaten, die als Reserve auf dem Krieg waren. Du musst an ihnen vorbei. Das ist der leichte Weg. Die Hintertür. Leicht sagte ich nicht. Oh Gott. Die Viecher bekomme ich nicht so einfach zur Strecke gebracht. Ich glaube, ich muss hier tatsächlich jeden Einzelnen Stück für Stück umnieten. Auf alle Fälle die die Wächter. Der kommt, denke ich mal, hier gleich wieder vorbei. Es muss bloß Obacht geben auf den Langbein da. So, jetzt wäre eine gute Chance. Komm her. Ich guck mal auf die Karte, wo ich bin. Oh, 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 oh. Nochla, die Waldfee. Ich weiß nicht, wäre es tatsächlich echt besser, außenrum zu gehen?
schleich mich mal hier lang. Oh, Gras. Gras, 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 Gras. Da wäre auch welches. Oh, der kommt mir gefährlich nahe. Schön ruhig bleiben. Keine Aufregung. Was sind die hinter mir, die so einen Krach machen? So, gibt es hier jetzt noch einen Grasbüschel? Die entfernt sich wieder. Der kann ruhig gucken. So, der kommt. Und geht. Gehe ich ihm hinterher. Er sieht mich Gott sei Dank nicht. Hier oben sind... Ach, da hätte man eigentlich schön raufklettern können von hier aus, um hier rüber zu kommen. Ach komm, das nehme ich noch mit hier. Das schaffe ich. Und jetzt schön ruhig bleiben. Hier muss ich hoch. Und zwar jetzt. Oh. Nicht bewegen. Hier gibt es noch eine schöne Kiste. Mann, ist das spannend. Finde ich jedenfalls. Wenn man hier so zockt, ist das... Explosion. Oh. Ignorier sie. Ist nicht deine Sache. Das ist in dem Fall, wenn man hier sitzt und zockt, ist das monstermäßig spannend. Au. Plünderer. Ja, das muss schnell mal die Ziele demarkieren. Und mir die markieren. Ah, das wird eine knappe Kiste hier. Mann! Jeden einzelnen Rumnieten kann man vergessen. So, ich guck mal auf die Karte. Oh. Knackback und Fack, das dauert noch eine Weile, bis ich hier
durch bin. Da ist das nächste Grasbüschel, wo man rein kann. Wenn der sich umdreht. Und bloß nicht anfangen zu rennen. Sag ich mir jetzt. So, der läuft bis da hinten hin. Dann kommt er schon wieder. Jetzt dreht er sich wieder um. Und der kommt. Der geht auch ziemlich weit nach vorne. Mit dem könnte man mitlaufen. Und der entfernt sich gerade wieder. Der da oben. Also die eigentliche Chance wäre, jetzt. Würdest du sagen, jetzt kurz vorher. Der sich umdreht. Du bist nah dran. Du musst nach oben. Boah, scheiß, die Wand, dann ist das aufregend. Und der Fuchs kann hier rumrennen, wie er will. Dem da oben komme ich so einfach nicht vorbei. Oder ist da Gras zum Verstecken? Was ist, wenn es nicht so ist? Doch, Gott sei Dank. Und da ist was zum Anfassen. Der Langhals ist hinter der Kante. Du siehst ihn, wenn du oben bist. Du musst schnell handeln. Du musst die Sache erledigen, bevor sie Alarm auslösen. Dann mal los. Ui. Hörst du mich? Ich sehe die Beine eines Langhalses, aber keinen Langhals. Verdammt. Der Transmitter wurde entfernt. Sieh in der Schlucht links von dir nach. Er kann nur dort sein. So viel zu deinem Insiderwissen. Bei den Explosionen? Toll. Du hast genau einen Versuch, Aloy. Also spar dir den Sarkasmus und mach einfach. Siehst du die Brücke über die Schlucht? Ja. Merk dir ihren Standort. Man kann sich seitlich an ihr abseilen. Das ist dein Weg hinaus. Und die Eclipse-Truppen? Umgehen oder töten, deine Wahl. Die Sprengung sollte alles übertönen. Finde den Langhals und zerstöre dieses Modul. Okay, cool. Dann mal los. Jedem neuen Feuerstoß dröhnen mir die Ohren. Okay. Ich überlege, den Rest in der nächsten Folge zu machen. Ach, ich hätte mir doch jetzt überwältigen nehmen sollen. Ah. Hier, diese Fähigkeit. Nicht zurückschlagen, sondern hier, Anführerschlag.
Das wäre jetzt cool gekommen. Könnte ich schön hin, knack. So, wo muss ich denn überhaupt hin? Zeremonielle Rüstung. Kann ich hier eigentlich auch so einen stillen Schlag? So, mal gucken, ob der eine, wenn jetzt die Pappnase hier zurückkommt, dem was auffällt. Überhaupt nicht. Sehr gut. Ich werde hier nichts überstürzen. Ah, den könnte man eigentlich auch schön einen aufzwiebeln. Dann steht er in Flammen, der Schlingel. Aber ich werde mal was anderes ausprobieren. Ah, nicht so gut. Ich hätte mir den schon schnappen sollen. Was macht der Schlingel jetzt da? Schlechter Tag für einen von uns beiden. Jetzt gehen wir mal zurück. Keiner hat was bemerkt. Den markiere ich mir auch da hinten. Jetzt gucken wir mal. Ob wir da auch irgendwie an die Rüstung rankommen. Ich guck mal, wie der sich bewegt hier. Gar nicht. Immer auf gehe ich ran, kommt er. Ach, ich komme hier gar nicht rüber. Verdammte Axt. Oh. Gar nicht gut, hier so rumzuschleichen. So, wie komme ich denn an den da hinten ran? Der mir im Nacken sitzt. Da unten. Ich verstehe nicht, was der Schatten mit dem Langhals vorhat. Können die Priester durch ihn das Verborgene sehen? Schön in den Rücken gestochen. Hervorragend. Das war gut. Und hat gesessen. Jetzt schleiche ich mich zurück. Und sie wird mir den hier schnappen.
Das war nicht so gut. Ich hoffe, der sieht mich hier hinter nicht. In dem Moment, wo er sich umdreht, gehe ich hinterher. So, ich hoffe, der da hinten bemerkt den nicht. Also muss ich erstmal gucken, wie die laufen. Ob da irgendwo noch einer steht. Nur noch der da oben. Die Hütte. Sie ist größer als die anderen. Such den Langhals, Aloy. Für anderes ist keine Zeit. Aber ich kann sie mir nehmen. So, das dauert natürlich. Schnüffelt hier immer noch rum. Hat die Leiche hier angesehen? Hier liegt eine Leiche. So, die anderen bleiben Gott sei Dank da, wo sie sind. Und tschüss. Hier ist nichts. So. Auf Wiedersehen. Der steht da dumm rum und guckt. Als nächstes müsste ich mir eigentlich den schnappen. Der guckt da hinten hin. Der guckt gerade in meine Richtung. Mich außen rum. Es ist so lange her, dass ich Meridian gesehen habe. Da ist nichts zum Verstecken, verdammte Axt. Der guckt immer noch in diese Richtung. Ah, der sieht mich doch. So, nochmal richtig Schwein gehabt gerade. Versuche ich nämlich doch mal hier hinten lang zu schleichen. Nee, das ist ein So, den letzten wollte ich auch noch im Tarnkill. Ist da vorne ein Kampf? Nein. Eine Ausgrabung. Wenn du schnell bist, betrifft es dich nicht. Toll, noch ein Geheimnis. Solange König Itamen in Sonnenfall dahin sieht, verwöhnt von seiner Mutter. Diese Rüstung. Sie kann nur einem Mann passen. Helis. Das ist seine Hütte? Nicht gerade toll. Was hast du erwartet? Seine einzige Extravaganz ist seine Brutalität. Du kennst ihn also? Nur so gut, dass ich ihn stoppen will. Ey, cool. Schau.
Oh, hier sind aber noch ein paar Datenpakete. Mein Gebieter, der 13. König des Kaja-Sonnenreichs, wurde ermordet. Von Feiglingen, die eine strenge Herrschaft mit Wahnsinn verwechselten. Die Starken werden heimgesucht von den Schwachen. Das waren seine Worte, als die Verräter angriffen. Als ihre Kanonen, geschmiedet von Osseram Abschaum, die Festungsmauern schleiften und die Tore aufsprengten. Ich hätte bis zum Ende gekämpft. Aber es war sein Wille. Der Wille der Sonne, dass ich den Prinzen und die Königin nach Westen führte. In Sicherheit. Mein Gebieter zögerte nicht. Er sah sein Schicksal. Er blickte in die Sonne und blinzelte nicht. So, ich zögere auch nicht und sag mal Dankeschön fürs Reinklicken. An der Stelle mache ich einen Cut und in der nächsten Folge grabbel ich hier über den Baumstamm. Aber erstmal soll es das gewesen sein. Danke fürs Reinklicken. Bis zur nächsten Runde. Tschüss, euer Olli.